Add-ons, kleine nützliche Helfer im Alltag. Zusatzprogramme, die das Leben leichter machen sollen. Doch manche von ihnen geben sehr persönliche Daten weiter, zum Beispiel WOT. Einerseits macht es das Surfen sicherer und andererseits sammelt es private Nutzerdaten. Sie landen in einem Datenpaket. Dieses Beispiel zeigt, ein Richter bestellt online morgens eine Robe und abends ist er auf Pornoseiten unterwegs. Im ersten Moment erstmal peinlich, kann auch erpressbar machen natürlich und ist insofern sehr problematisch, weil die Daten ja für unbegrenzte Zeit auch dann in der Öffentlichkeit sind. Das heißt, diese Daten, die jetzt erhoben werden und durch private Anbieter in diesen Datentöpfen landen, sind auch für die Zukunft wahrscheinlich permanent gespeichert. Reportern des NDR ist es über eine Tarnfirma gelungen, an solche Daten zu kommen. Millionen Surfprofile von Deutschen. Darin enthalten Benutzernamen, Bankangaben, Krankenkassendetails, Geschäftskontakte und Beziehungen. Das ist wohl ein tiefgrauer Markt hier mittlerweile, der in der Ausdehnung in der Tat überrascht und in der Intensität, wie diese Daten verkauft werden. Das ist nicht in Ordnung. Ein Datenschatten, den man nie wieder los wird. Der Tipp der Experten, sich über sichere Browser informieren und möglichst keine kostenlosen Zusatzprogramme nutzen.